Ja, hallo und seid gegrüßt, meine Krämer, Wundarzt und Logistikerfreunde. Ich bin der Affenkönig dämlich. Und das hier ist ein Tribock. Da hinten seht ihr schon diesen großen Haufen, der da direkt an der Felswand liegt. Da wollten wir das letzte Mal durch, haben es nicht geschafft. Ich habe den Tribock hier gefunden. Und tatsächlich, mit einem Stein, leider nicht mit Vasallen oder Gegnern, kann man hier auf diese Felswand schießen. Zwei Brocken habe ich schon draufgeschossen. Jetzt soll Nummer 3 folgen. Willkommen bei Nummer 40 von Dragon's Dogma 2. Ja, bitte! Alle guten Dinge sind drei! Ja! Ist das geil! Leute, da will ich unbedingt jetzt hin. Da müssten wir hin. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Hier habe ich mir das markiert. Genau dieser Weg ist es. Aber los, schnell, schnell, schnell. So, kommt mit, meine Vasallenfreunde. Es gibt viel zu tun. Ich konnte jetzt eine Weile nicht spielen, deswegen bin ich heilfroh und total hippelig und aufgeregt, dass ich hier wieder ins Abenteuer starten kann. Zwecks Arbeit bei mir, bei uns ist die Hölle los. Ihr wisst ja, der Rasen wächst. Wir haben hier Wetter wie in Thailand bei uns hier draußen. Das ist wahnsinnig, also zumindest hier in Thüringen. Richtig krank, könnte man schon fast meinen. Feucht, fröhlich, die Buchse ist nass, sobald man der Haustür verlässt. Das ist natürlich nicht für jedermann was, aber geil, Leute, dass das ging. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, wo wir da hinkommen. Aber so richtig. So, der suchende Sturm. Kommt nachher, ihr kleinen Halunken, wo auch immer ihr seid. Ein Vasall. Sollte euer Gepäck ja eh unhandlich werden, wisset, dass ich euch gerne alle nicht mehr benötigten Gegenstände abkaufe. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich Niki Krämer beibringe. Das wäre eigentlich schon ganz geil, oder? Obwohl Wundarzt finde ich halt auch noch sehr hilfreich. So, ist das jetzt eigentlich eine Abkürzung? Wo kommen wir jetzt hier hin? Nee, nee, wir kommen. Oh, da scheint doch noch ein kleines Gewässer zu sein. Okay, wir laufen jetzt hier lang. Da können wir nämlich die Ecke aufdecken. Das war ja eigentlich das, was ich machen wollte im letzten Part. Dann hätten wir hier die Ecke noch. Aber ich würde dann gerne nach Havre. Da müssten wir nochmal gucken. Ja, ich habe, glaube ich, noch ein paar Reisesteine. Nicht allzu viele. Aber wir gucken dann auch mal bei dem hiesigen Händler. Um mal zu gucken, dass ich jetzt einfach mal unsere Vasallen dort lasse und ob ich die richtige Sphinx Mother und Sphinx Father finde, um die nächste Quest anzugehen. Oh! Schnell! Meine magischen Pfeile! Schieß sie nieder! Ist halt eine geile Ablenkung, weil das mittlerweile vier, fünf Stück sind. Oh, da. Vasall dort hat uns geholfen. Geil. Geht sogar ganz gut. Die ziehen sogar ein bisschen was ab. Na klar sind meine Vasallenfreunde natürlich auch ultra stark. Danke an euch, meine lieben Freunde, auch an alle, die neu sind auf dem Kanal, fürs Zusehen, fürs Schreiben, fürs Kommentieren, an alle treuen Gesellen natürlich umso mehr. Ihr habt abonniert, ihr seid die geilsten Schweine und geilsten Säuer? Nein, das hört sich nicht gut an. Die hier auf dem Kanal sind. Ich liebe euch dafür. So, aber jetzt will ich mal gucken. Hier oben gibt es doch bestimmt irgendwo Esura-Medaillon, wa? Muss erstmal wieder steuerungsmäßig hier reinkommen. Hör! Ah. Oh, da hinten ist noch eine Brücke und eine Statue. Ach, das sieht schon alles so geil aus. Das passt alles ins Bild, dieses schöne moosgrüne, bewachsene der Felsen. Ich liebe es einfach. Es gab auch einen neuen Patch. Wenn ihr das seht, ist der natürlich wieder schon 1, 2, 3 Wochen alt. Mega geil mit 120 Hz-Modus. Das Problem ist, ich kann hier auf der PlayStation leider nicht in den 120 Hz-Modus aufnehmen, weil dann reguliert sich's
runter auf 1080p, aber ich hätte schon gerne in 4K für euch aufgenommen, weil es einfach geiler aussieht. Aber ich nehme ja trotzdem noch mit VRR auf, also das passt schon. Da haben wir noch so einen Tribok. Wo schießt der hin? Auf die Brücke? Vielleicht finden wir das heraus. Aber noch nichts hier mit Sucher-Medaillon. Und weiter kommen wir hier erstmal nicht. Hier können wir noch runter. Oh, das hat noch mal gezogen. Helft mir mal, meine Freunde. Helft mir! Da! Ach geil, das war so eine punktuelle Heilung. Oh! Da hinten ist ein Minotaure. Den werden wir uns natürlich annehmen. Das ist klar. Hier ist ein Steinchen. So, gleich reingepackt. Ja! Was ist das denn? Leute, das sieht mir aus. Auch ich. Wo sind meine Vasallen? Ihr müsst doch runterleiern. Hallo? Apologies, Master. My mind was a thousand leagues away. Ach, da unten ist auch noch ein Riftstone. Aber ich will den Stein jetzt hier nicht weglegen. Da hinten haben wir auch noch einen. Da ist ein Tribor kaputt gegangen. Geil. Da brauche ich bestimmt auch drei Stück. Und ich habe eine Vermutung, Leute, ihr bestimmt auch. Das sieht mir so aus, als wäre da in der Felswand, wenn wir das kaputt schießen, vielleicht eine Höhle versteckt oder sowas. Ihr seid so schlau, meine Vasallenfreunde. Come on, helft mir. So, helfet mir doch. So, ich will so, dass der nicht wegrollt. Ja. So kann ich hier das Ding bedienen. Wenn ihr es schon nicht macht, meine Freunde. Alles muss man selber machen hier als Arisen. So. So, jetzt seht ihr das ja einmal. Vielleicht könnt ihr mir dann nochmal helfen. Nummer 2. Du würdest gerne helfen? Gerne. So, ich hole den nächsten Stein. Dann spann du das Ding schon mal. Ah, das finde ich geil. Sie macht es dann auch. Sie sagt es nicht nur. Ah! Och, ist das geil, Leute. Ich spiele momentan noch für mich selber ein bisschen so zur Entspannung. Ich weiß, die meisten werden es nicht verstehen zur Entspannung, aber den Elden Ring DLC. Und hab da auch sehr viel Spaß mit. Aber Dragon's Dogma ist halt eine Herzensangelegenheit. Und was ist das nicht geil, Leute? Eine Höhle ist es nicht, aber. So, wir gucken, welche Richtung. Ja, die Richtung ist es, oder? Geil, da muss ich mir das hier mal markieren. Ich glaube, hier könnte es sein. Die Markierung 3 können wir jetzt aufheben. Och. Geil, Leute. Was erwartet uns hier wohl noch? Oh. Aber da haben wir das letzte Mal gar nicht entdeckt, weil die Kiste ist doch hier schon glut. Da! Ah! Kommt her! Wo seid ihr? Ja! Dann eben so. So immer eine Mischung aus bescheidenes Opfer und suchender Sturm. Dann bin ich auch für einen kurzen Moment immer geschützt. Geil, Pickets tarnt sich wieder. Ah! So, schnell ganz hoch. Ha! Kommt her! Ich kann die nur mit meinen magischen Klingen hier angreifen. Andere Möglichkeit habe ich fast gar nicht. Dauert dann natürlich eine Weile.
Verdrehter Fittich, geil. Pickets hat den Diebstahl erfolgreich abgeschlossen. Den haben wir noch gar nicht, glaube ich, verdreht. Das sind wieder diese geilen Harpien, die aussehen wie Schneeeulen. Es gab doch in Dragon's Dogma 1 auch Snow Harpies. Die haben aber dann in den kälteren Regionen gelebt. Wobei, so warm sieht es ja jetzt auch nicht aus. Ich brauche Hilfe, meine Freunde! Ah! Ah! Ja, Schweine! Nee, ich werde ihn jetzt nicht benutzen. Ich hoffe, es hat ein bisschen weiter vorne gespeichert. Ansonsten müssen wir halt die kleine Geschichte nochmal machen. Aber dann bleibe ich unten. Das bringt nichts, da von oben die so gefährlich zu besiegen. Ich dachte ja, sie trägt mich irgendwo hin, aber nein. Sie hat den Plan gehabt, mich eiskalt über Bord zu werfen und zu töten. Ja, so sind sie. Unsere Harpien. Hat geklappt, oder? Ich kann ja jetzt hier nochmal schießen. Mal gucken. Ja, dann passt es doch, wenn wir von hier starten. Ja, wir treffen es auch nicht mehr. Also perfekt. Aber da gab es ja auch nichts mehr in diesem Turm. Yes. Riftstone ist fertig. Ach, hallo, mein kleines Freundchen. Ja, wir sind auch alle normal beladen und... Oh! Wo? Da sind sie, Hacker! Ja, ekligen. Was ist das hier für ein Grab? Ja, hier sind viele Leute sogar tatsächlich begraben. Oh, noch einer. So, weg mit dir. Alter, stinkender Kotbeutel. Huh. Ja, hier leben die. Ihr könnt sich auch saugut tarnen. Doch schon wieder welche gehört. Ah! Im hohen Gras verstecken sie sich. Ja! Ja! Kommt schon, da hinten ist eine Truhe. Geil, alles abgefackelt hier. Wollte ich eigentlich beim Finisher machen. Ha! Hat nicht ganz geklappt, aber da ist noch einer! Die bleiben ganz schön lange versteckt. Ha! Und erschrecken einen auch gut. Finde ich geil. Haben natürlich null Chance gegen mich. Die Nikki, Pickets und Melissa. So, was gibt es hier? Ring des Überflusses. Wir haben im letzten Part auch noch einen Ring gefunden. Stimmt. Wo ist der denn? Hab ich, glaube ich, eingesteckt. Erstmal Ring des Überflusses, Ausrüstung und Träger stemmen können. Ja, gut, das ist klar. Es war so einer. Beschleunigt das Zaubern ein wenig. Der war das. Ring der Artikulierung. Geil. Könnte man dann Nikki als Erzmagierin oder Magierin auf jeden Fall wieder mit in die Ausrüstung packen. Wäre geil, glaube ich. So, hier gibt es eine Rutschparty zu gewinnen. Dann kommen wir da drüber rüber auf die Straße.
Es ist nicht schlecht. Ich will nur mal gucken, dass ich hier oben nichts vergessen habe. Wo? Wo bist du? Da! Da ist eins! Yes! Das war auch wirklich versteckt jetzt hier in der Ecke. Stark! Ihr seid super, Leute! So, da verwesen langsam die Hirsche. Hier hinten nehme ich noch die Ingredienzien natürlich mit. Na? Ist schon geerntet. Ja, umso besser. Das auch schon. Vollständigkeit halber gucken wir hier nochmal. Ne, hier würde man nur runterkommen. Ah, aber hier kommen wir den anderen Berg rauf. Okay. So, hier noch was versteckelt. Nee, das sieht nicht danach aus. Oh! Oh! Oh nein! Oh, das gibt's doch nicht, Leute. Was ist da nur los? Der Part des Todes. Hat der Lumi sich schon wieder nicht festgehalten? Ich weiß es nicht. Er muss schon einen Schluck Kaffee nehmen. Da ist erstmal ein bisschen die Welt wieder in Ordnung. Part 40 entpuppt sich zum Vielsterber-Part. Achso, ich wollte mal gucken, wie viel habe ich denn tatsächlich jetzt noch an schönen Reisestein dabei? Ah gut, wir sind hier in der Ecke. Also es speichert jetzt doch nicht so unfair. Also der erste Teil, da musste man teilweise viel längere Wege zurücklegen. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass es eine komfortablere Speicherfunktion hat hier, der zweite Teil. So, da hinten war nichts mehr, das wissen wir jetzt. Dann gehen wir trotzdem nochmal hier rein. So, wo seid ihr? Ja! So, am Boden liegend können wir die schön schnell fertig machen. Komm her! Ja! Ja! Oh, die sehen aber auch mega geil aus. So, jetzt haben wir ja auch so einen verdrehten Fittich. Wo bist du? Da! Hab ich dich! Die geben auch ganz schön viel. 460. Das ist nicht gerade ein Pappenstiel. Ja, aber hier waren wir tatsächlich schon mal. Wow! Ja. Willkommen auf meinem Kanal, meine neuen Freunde. Auf dem König Dämlich am Start. Und voller Schandtaten bereits. So, da ist der Zentaure. Den würde ich ja gerne besiegen. Dann gehen wir jetzt hier runter. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Da wären wir praktisch auf dem Weg gekommen, da wo ich lang gelaufen bin, jupp. Ah, hier ist auch noch ein. Ah, das ist gut. Da können wir vielleicht sogar noch mal rasten. Yay, yeah, du Sauhund! Haben wir gleichzeitig angegriffen. Sehr schön. Ich meine, wir haben noch eine leichte Stärkung, weil wir dieses faule Bestienrippchen gegessen haben. Das ist ein Schweinchen. Ach, diese Vertikalität in dem Spiel finde ich einfach geil. Man sieht ja nochmal gleich, wo man gewesen ist. Das erinnert mich dann auch sehr stark an Elden Ring. Da haben sie sich schon eine Scheibe von abgeschnitten im zweiten Teil. Geil.
So, machen wir mal ein schnelles, kleines Lager. Wir haben ja genug dabei. Die alltägliche, zackig, die zackig. Wir wollen ja noch ein bisschen Content und ein bisschen Progress machen. Oh, zwei Steine zum Setzen. Schön. Machen wir uns auf jeden Fall was zu essen. Fauliges. Komm, nehmen wir mal Gutes, wenn wir jetzt gegen den Zentaure kämpfen. Ist ja auch nicht so schlecht. Minotaure meine ich. Dann haben wir auch gleich noch mal ein bisschen Power in den Knochen. Schmatz, Schmatz. So, machen wir auch schön mal eine kleine Sause und schlafen ein bisschen. Abends haben wir noch schön ein Weinchen getrunken, natürlich am Feuer, das ist doch klar. Oh ja, wie die Sonne über den Wipfeln aufsteigt. Sehr schön. Gut, gut. Oh, was ist das für eine Höhle? Die Faulhöhle. Waren wir da schon drinne? Ja. Wir wollten ja zu dem Spot gehen. Erste Mal zum Minotaure. Und dann müssten wir ja. Ach nee, hier. Ach, hier kommen wir ja hoch. Oder? Nee, hier kommen wir nicht hoch. Das war dort hinten oben. Ja, da unten war der Minotaure, genau. Und hier, wo haben wir hingeschossen? War das denn? War das nicht hier? Ja, ich dachte, wir haben hier davor geschossen. Oder irre ich mich da gerade? Ja, wirklich. War der Weg vorher versperrt? Ich meine, liegen riesige Felsbrocken rum oder war das nur so eine Demonstration? Aha, das geht zum Lernen. Das kann natürlich auch sein. Oh, das ist die Brücke, die so knatscht. Aber hier ist unser Minotaurenfreund. Wohl, freundlich gesonnen ist er uns natürlich nicht. Aber springe ich jetzt auf den drauf? Lieber nicht, oder? Hä? Warum liegt er denn? Was war das denn? Hat er sich mal gerade hingelegt? Okay, Leute. Ich versuche mal runter zu rutschen. Ja! Komm her! Ja! Schnell weg! Huh! Da schaut er schon wieder mit den Hufen. Yes, jetzt brennt er. Die Sau! Oh! Okay, jetzt hat er uns abgeworfen. So, ich würde gerne hoch an seine Hörner kommen. Bisschen Ruhe hier! Oh ja, das Horn ist schon ab. Das haben wir sofort abgeschlagen, das eine. Ist das andere noch? Ja! Das ist auch ab. Das zieht den übelst viel ab. Vorbei! Boah, noch eine mitgegeben oben in seine Schnauze. Yes! Na, das war doch mal richtig well executed. Oh, 4 oder 5 Minotauren-Hörner. Das macht echt Sinn, die richtig schön kaputt zu schlagen, abzuschlagen. So, da ist die Klamm und da oben lauert doch irgendwas. Harpien. Da lauern die Harpien.
Aber das war... Nee, das war nicht so richtig der Weg. Ich renne noch mal vor, um zu gucken, ob wir hoch auf die Brücke kommen. So, sehr schön. Das sieht alles sehr gut aus hier. Schön viel Laufarbeit. Wie kommen wir jetzt? Ach, wartet mal. Ist das deswegen kaputt gegangen? Nur so richtig festhalten können wir uns hier nicht, gell? Nee, ich glaube, deswegen ist es nicht kaputt gegangen. Aber vielleicht ja hier hinten lang. Oh! Jeha, geil! So, gibt es hier noch was für unsere schöne Wandersgruppe? Außer eine wunderschöne Aussicht, nicht viel. Ja, und hier haben wir reingeschossen. Hier haben wir reingeschossen. Aber geil, dass das geht. Jetzt würde man ja theoretisch und auch praktisch natürlich immer wieder darauf achten, wenn man so ein Tribox sieht, mal irgendwas kaputt machen kann. So, und hier kommen wir aber hoch. Ah, da ist ein Ochsenkarren. Cool. Grüßt euch, meine Freunde. Carlo, der Ochse, ist auch mit von der Partie. So, und hier kommen wir doch hoch. Da war die Statue. Was stand da nochmal? Ist das ein Schrein? Wer ist darauf gekommen, ihn an einen solchen Ort zu errichten? Aha. Nee, hier waren wir noch nicht. Aber... This might contain useful information. Shall we take a closer look? Er guckt in diese Richtung. Da hinten dieser Felsvorsprung oder dieses alte Gemäuer, meint er das oder... Was meint er? Also, er. Ich meine die Statue. Aber geil, wir können ja erstmal den Berg erklimmen hier. Da gibt es bestimmt eine herrliche Aussicht zu genießen. Und hier würde ich als Entwickler auch einen Suchermedaillon. Einen Suchermedaillon hinlegen, auf jeden Fall. Also richtig laufen kann ich hier oben leider nicht. Ich würde es gerne haben. Jetzt. Also hier hätte ich eins hingelegt, genau hier oben. Weil das ergibt völlig Sinn, finde ich. So, da unten ist ein Lager, da waren wir schon, da ist der Turm. Nee, das Lager haben wir noch gar nicht entdeckt. Das ist erstmal egal, das machen wir weg, entfernen, ja. So. Hier liegt auch keins. Aber verpassen will ich es natürlich trotzdem nicht. Ist immer gut, dass das so ein bisschen wabert dann in der Luft, dass man das so ein bisschen erkennen kann, wenn irgendwo eins liegt. Hier unten ist die Brücke. Die würde ich jetzt gerne mal nehmen. Oh oh, die sieht mir schon ganz schön wackelig aus. Aber da kommen wir ja auch zu den Schreien. Bevor ich das wieder vergesse, sollte man da immer gleich hingehen. Nach Havre kommen wir ja jederzeit. Ah. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Okay, hier ist eine zerstörte. Was ist das? Von der zerstörten Festung irgendwas. Das sind so Überbleibsel. Hier kommen wir nirgendwo hoch, aber wir können dann nachher nochmal auf die Karte gucken natürlich.
Ah! Da ist schon mal eine kleine Kiste. Oh! Holy moly! Pickett, was hast du gemacht? Oh, hab ich mich erschrocken, Leute. Oh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin richtig, richtig krass zusammengezuckt hier gerade. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah! Okay, aber so richtig was gebracht hat uns das jetzt auch nicht. Na gut, wir haben jetzt hier den Weg direkt zurückgesetzt, aber zurückgelegt und freigelegt auf der Karte. Aber mehr auch nicht. Ah, aber das ist gut. Wie hieß es? Sonnenblüte nehmen wir auf jeden Fall mit. Die können wir nämlich für unsere Blumensträußchen gebrauchen. Aber die verwelken eben auch ziemlich schnell. Da müsste man die eigentlich ziemlich schnell mit den anderen Kredenzen. So, hier sehe ich jetzt nichts. Also war das erstmal der Rückweg. Okay, Leute, dann gucke ich mal nach dem Kollege Reisestein. Wo haben wir den denn? Ich weiß es nicht, Leute. Zweier, das ist nicht viel, aber wir benutzen ihn mal. Und ab nach Havre. Wir sollten ja eh mal dahin reisen und gucken, was da abgeht. Ich würde gerne auch noch einen Zielkristall irgendwie nach Melve setzen. Da müssen wir ja auch noch mal hin. So, gibt's was Neues hier im schönen kleinen Fischerdörfchen. Wow! Diese fluffigen, schönen kleinen Möwen. So, stecken wir mal alles weg. Ich hoffe, hier sind nicht schon wieder Echsen, die das Dorf bedrohen. Und oh, Leute! Guckt mal! Das sind noch viel mehr Hütten, die jetzt ganz sind. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. War das da auch schon so? Es ist immer mehr. Immer mehr wird repariert hier. So, und jetzt könnten wir mal gucken nach der rätselhaften Sphinx. Löse die Rätsel. Also das Ziel an sich haben wir nicht. Rätsel der Augen, Rätsel des Wahnsinns. Gegenstand? Du hast ein wertvolles Gemälde. Achso, das haben wir gemacht. Rätsel der Weisheit. Gelöst. Rätsel der Augen gelöst. Rätsel des Wahnsinns gelöst. Und Rätsel der Weisheit. Das muss doch hier irgendwo stehen. Genau. Löse die Rätsel der Sphinx. Du wurdest beauftragt, das Elternteil der Sphinx zu finden. Okay, da muss ich erstmal meine Vasallen entlassen. Und dann können wir ja nur dahin reisen. Erstmal gucken wir mal, ob wir die Original überhaupt, ob wir die finden. Ich habe euch ja schon mal gesagt, die müssen ja von Capcom gefertigt sein. Das können ja keine von anderen Spielern sein, weil die müssen ja im Basisspiel enthalten sein, auch wenn man zum Beispiel offline spielt. Deswegen, da ist auch noch was Sphinx-Vorder. Aber warum sieht das so komisch aus? Die sind überall Sphinx-Parent. Ich habe einen Knack für combining Materials, die ich hoffe, you'll find useful. I'll craft or wo steht der Erschaffer? Nee. Kann ich die auch direkt suchen? Bestimmt, oder? Was sei in dem Rift? Benutzername. Direkt was von Capcom hier dabei. Ah, der hier. Marker hinzufügen. Aber das ist der. Aber Stufe 8. Nee, der kostet 68. Aber da steht einfach gar nichts dahinter. Könnte das einer sein von den richtigen? Was sagt ihr? So, dann kann ich den markieren und schicke ich alle anderen weg. Wie ist der denn markiert? Das haben wir ja noch nie gemacht. Dass man das auch irgendwie erkennt. Ah, da. Der da hinten. Der Kapuzenmann. Der ist von Capcom. Ja, der ist von Capcom. Sphinx Vater. Tun wir den.
tun wir den anheuern. Tun Melissa erstmal entfernen und danach natürlich auch unsere gute Pickets. Melissa hat so gut gedient. Da muss ich irgendwas Gutes geben. Also, ich sag mal, eine Ingredienz hier, die man jetzt... Ja, oder das hier. Das kann man gut verkaufen. Jaspis geht immer, oder? Zumindest gehe ich in dem Wissen, mein Bestes gegeben zu haben. Oh, das hast du. Drei Splitter haben sich zu einem Lazarusstein zusammengefügt. Das ist geil. Wir haben jetzt natürlich den Loot von ihr gekriegt. So, nehmen wir ihn mit. Und alle anderen tun wir jetzt erstmal wegschicken hier. Wie geht das? Ach, kann ich hier gar nicht. Im ersten Teil konnte man die einfach immer wegschicken mit einer Taste. Rest assured, Master. You'll hear nary an idle word from me. So, wir brauchen ja noch die Sphinx Mother irgendwie. Oder brauchen wir nur ein Elternteil? Was sei denn im Rift? Wir können ja nochmal kurz gucken. Benutzername. Ne, das ist kein einziger dabei. Okay, Leute, wir probieren das mal. Wir gehen mal zur Sphinx. Gehen wir mal schnell zu einem Händler hier nochmal hin. Mal gucken, ob die irgendwas Neues, Schönes für uns haben. Grüße dich, mein Freund. Sag mal, hast du einen Reisestein für uns? 10.000, das ist ja Wucher. Aber wir können ja auch was verkaufen. Es gab ja den neuen Patch, das heißt, man kann auch Sachen aus dem Lager direkt verkaufen und es waren viele Quality-of-Life-Verbesserungen dabei. Also eigentlich nur gutes Zeug, da wurde auch sehr gelobt, der Patch. Richtig gut für uns alle natürlich. Ja, was verkaufen wir jetzt hier? Ah, nee, von den Hörnern, das möchte ich eigentlich nicht verkaufen. So ein paar Edelsteine und so ein bisschen Fruchtroboran. Davon haben wir ja immer was, dass wir uns noch ein bisschen Geld einfach holen. So, das faulige Zeug kannst du natürlich auch haben. Davon können wir genug nochmal sammeln. Wir müssen uns eh ein bisschen leer machen. Verwelkte Zweige. Zack, weg damit. Weg damit. Oh, ist schon wieder verwelkt. Die getrocknete Blume. So, nein, den nicht. 99 können wir nur verkaufen. Und für 10.000 müssen wir uns kaufen. Das ist echt Wucher. Oder waren es 1.000? Habe ich mich da verlesen? Aber kein... Nee. Den einen Ring könnten wir verkaufen hier, wegen dem Ausrüstungsgewicht. Da haben wir ja eh so einen recht guten schon gefunden. Verstärkte Wirkung von Heilmitteln. Gewicht, Ausdruck, also, ja, können wir auch nochmal wegmachen. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was erwirtschaftet. Kaufen wir uns nochmal ein Steinchen, na klar. So, was hast du noch im Angebot, mein Guter? Gibt es hier noch was für mich? Den Erweckten? Nee. Nicht so richtig Gutes. Ja, der dunkle Moorhuhn-Federumhang, der hat mir schon so gut gefallen, wo ich den gesehen habe. Ah, sieht der geil aus. 17.000 Vermächtnisumhang. Das ist so der Dragon Ball-Umhang hier. Sie erinnert mich wirklich echt an Dragon Ball. Irgendwie, ich weiß nicht. An die Rüstung von Vegeta, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Oder von, nee, von Piccolo. Gut, alles klar, trostspendende Pelerine. Ne, da hat er nichts Gutes, aber wir können doch mal direkt zu dem Schmied gehen. Hier gab's noch. Hier gab's noch so einen guten Verkäufer hier. Ah, das war nur das Zimmer. 1.500. Lager verwalten. Nee, alles gut, mein Freund.
Ich nehme auch mal dein gereiftes Bestienrippchen, Trockenfisch, Geld. Das brauche ich alles von dir. Och, ich mag die Musik in Havre. Und es ist doch geil, dass die das wirklich wieder ein bisschen aufbauen hier. Ach, es gab doch so eine Händlerin, die richtig gutes Zeug gehabt hat. Wo ist die denn hin? Wo ist die gute Frau? Das war eine Frau. Hallo? Habt ihr was Neues zu berichten? Ich bin stets bereit, eine helfende Hand zu leihen. Verdammt, mein Netz hat ein Loch. Da musst du es reparieren, sonst kannst du keine Fische mehr fangen. Nee, hier ist überall nichts mehr. Na gut. Wir wollen eh zur Sphinx reisen. Dann werden wir das natürlich tun. Gucken einfach, ob das funktioniert. Gut, noch eine Hartknolle gefunden. Benutzen bitte. Na freilich, so ab zum Bergschrein. Oder hat die Stadt dort den Schrein gemeint, dass wir den von dort unten gesehen hätten? Das kann natürlich auch sein. Wo ich die Entfernung dann schon ziemlich weit fand. So, ich speichere mal. Falls ihr irgendwas nicht hinhaut. Oh, kann ich nicht, ne? Das ist natürlich blöd. So, komm mal her, dickerchen Kollege. Du bist der Vater. Obwohl ich das nicht verstehe, wie er aussieht. Aber wahrscheinlich, keine Ahnung. Na, können wir mit ihr reden? Hallo? Fräulein Sphinx? Nee, hallo? Hallo? Ich höre den Wecker nicht mehr, weil ich zwischen deinen riesen Dingeldongels hänge. Im Balkon, da könnte man Shakespeare drauf spielen. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. Ah, jetzt. Na klar, Rätsel der Weisheit anhören. The parent knows the child. I am a lost child. For kinship do I. So bring to me my parent, that I might better learn. Aber, Sphinx Parent gab's auch noch. Ich antworte jetzt mal. And you claim this to be the parent I seek. Ich hoffe. Oh, oh. Indeed, you are correct. Ja! In der Tat, ihr habt recht. Der Name birgt die Lösung. Ihr habt euren Verstand unter Beweis gestellt, also sollt ihr euren Preis erhalten. Holt ihn euch aus jener Truhe, wann immer ihr euch traut, mein Freund. Outstanding. Geil, Leute, das hat funktioniert. Na gut, ich meine, es ist offensichtlich ein bisschen, aber... Oh, nur 1200, das ist aber wenig. Und so, was bietet denn die nächste Quest? Come to test your wits. Rätsel der Überzeugung. Das Leben ist ein Rätsel, sein Ausgang unbekannt, wenn Besitz bringt flinke Füße, macht flexibel und gewandt, also wenig Besitz. So bringt mir, was ihr am meisten schätzt auf Erden, und ein schweres Schicksal euch erspart wird werden. Ah, es muss also irgendwie ein Gegenstand sein, oder was? Wenig Besitz bringt flinke Füße, macht flexibel und gewandt. So bringt mir, was ihr am meisten schätzt auf Erden. Und ein schweres Schicksal euch erspart wird werden. Aha. Am meisten schätzt auf Erden. Oh mein Gott. Ja, was soll ich ihr jetzt hier geben? Was haben wir denn hier wertvolle Sucher mit der Jungs? Ha. Na, oder Geld, irgendwas, Golderz. Ha, Golderz habe ich gar nicht.
Wir haben einen Goldkäfer. Der ist zumindest Gold. Silber, glaube ich, ist nicht so viel wert, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr abbrechen. Das ist das Blöde, oder? Die Lieferung abbrechen. Ah, dann habe ich es dann verloren, wenn ich die Lieferung abbreche. Oh, oh, Leute. Oh, oh. Und so ein Edelstein? Da ist doch nochmal mehr wert. So ein Tigerauge. Ha, Leute, ich probiere es mit so einem Käfer. Zumindest ist da Gold. Golderz haben wir leider nicht. Wir haben nur Kupfer und Silber. Alteisen, wo ich... Ah, wir haben einen Goldzahn. Na, komm, da machen wir einen Goldzahn. Das ist doch was... was Wertvolles. Eine wahrlich aufschlussreiche Wahl. Das ist also euer wertvollster Besitz. Seid ihr dazu bereit, ihn mir zu überlassen? Wohlwissend, dass er euch möglicherweise nie zurückgegeben werden wird. Ja. Oh, ist das creepy. Ausgezeichnet. Yes, yes, yes. Ernsthaft? Ich habe ehrlich nicht damit gerechnet. Das ist die richtige Einstellung. Solch eine Großzügigkeit verdient eine Belohnung. Warum werft ihr nicht einen Blick in jene Truhe? Geil, Leute. Es fehlt nicht mehr viel. Noch zwei Rätsel. Ach, jetzt kriegt man den Zahn wieder. Na gut, aber ist ja egal. Hauptsache, das Rätsel ist gelöst. So, was ist das nächste Rätsel? Wir hören es uns wenigstens erstmal an. Rätsel der Grübelei. Die erste Erinnerung ist die wertvollste. Stets stellt in den Schatten alles danach. Die Suchermedaillons, ihr kennt sie doch. Das Andenken einer Reise, so unvergesslich. Doch wo findet ihr das erste noch? Was? Verfolgt eure Schritte zurück, wenn ihr es schafft und vielleicht eine neue Entdeckung ihr macht. In 7 Tagen, da sehen wir uns wieder. So lasst euch nun packen vom Reisefieber. Oh mein Gott, Leute, was? Du bist fies! Du bist eine fiese alte Tante! Ernsthaft, das erste Suchermedaillon. Boah. Also, puh. Das finde ich jetzt ganz schön schwer, Leute. Das finde ich wirklich... ganz schön schwer. Gut, wir reisen erstmal wieder nach Wirnwurf. Wo könnte das erste Suchermedaillon sein? Ich bin aus dem Kerker raus. Da war nicht so viel am Anfang. Und dann sind wir direkt nach Melve. Und dann hatten wir... Ich muss mal auf die Karte gucken. Ich weiß das noch. Es war nicht in Melve. Melve haben wir da oben eins auf dem Turm gefunden. Aber ich habe vorher erkundet. Jetzt muss ich mich mal kurz zurück erinnern. Da ist Melve. Da ist Melve, das war die Höhle, die wir da gefunden haben. Das war irgendwo ein Lager. Da war ein Lager, da haben wir gerastet und ihr erinnert euch dran, da war so ein kleiner Weg nach unten und ich habe mich aber droppen lassen und habe mich dann gewundert bei so einer Brücke, dass meine Vasallen da unten drunter durchgelaufen sind. Da kann ich mich dran erinnern, aber wo war das? Wo ist das? War da ein Riftstone? Da war, glaube ich, auch ein Riftstone. Ja, das kann sein. Ich würde jetzt schätzen... Nee. Da war eine Brücke. Das sieht mir nicht nach Brücke aus hier. Aber hier ist eine Brücke. Ich würde es jetzt hier versuchen. Gibt es noch ein anderes Lager, wo direkt eine Brücke ist am Anfang? Hier? Nein, hier ist keine Brücke. Leute, das könnte das dort oben gewesen sein. Wir versuchen mal nach Melve zu kommen jetzt.
Erstmal müssen wir einen Riftstone, damit wir den... Ah! What the f... Was macht ihr hier? Ihr Fiesen! Ja! Gib mir deinen Schwanz, du Sau! Nein, den Schwanz will ich nicht haben! Das ist was für eine Hexendame! What the... Geil! Rang 8! Dankeschön, Pickett. Ich kann das gebrauchen. Ja, ein Echsenschwanz, geil. Den braucht man für irgendwas Wichtiges. Haben wir den gebraucht? Für eine Verbesserung von der Waffe. Ju, da ist unser Kollege. Ich möchte aber mal runtergehen und gucken, was wir für neue Fähigkeiten lernen können. Da gibt es bestimmt wieder was Geiles. Have you business with the guild, sir? Ich grüße dich, mein Freund, zu Medaillons. Gebe ich dir 4 Stück an der Zahl. Jetzt sind wir wenigstens schon mal wieder bei 40. Ich freue mich nämlich auf diesen dämmernden Stern hier. Ich freue mich richtig drauf. So, Fertigkeiten. Gucken wir erstmal bei der Niki. Wie sieht's aus mit Kernfertigkeiten? Nichts Neues, aber Fähigkeiten, was Neues. Muskelkraft ermöglicht dir zusätzliche Lasten zu tragen. Geil. Okay. Was können wir dafür rausschmeißen? Erhöht deine magische Abwehr. Durch Heilmittel und Zauber wird eine größere Menge an Gesundheit regeneriert. Nee, das lasse ich drin. Das ist eigentlich geil. Reduziert die Dauer von Schwächungen, von denen du betroffen bist. Auch essentiell. Verlängert die Dauer von Verzauberung und Kräftigung. Auch geil. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der deine Ausdauer... Auch super, erhöht die physische Verteidigung. Tja, entweder wir machen die magische Abwehr raus. Ah, das ist ja schwierig. Verzauberung, Kräftigung, die Dauer, Dauer von Schwächung betroffen bist. Komm, dann mach mal... Oder Seligkeit. Nee, ich mach die Dauer von Verzauberung, weil ich finde es wichtiger, dass die Schwächungen schneller weg sind, wenn wir vergiftet sind oder so. So, dafür Muskelkraft rein. Da kann man nicht mehr tragen. Und das ist schon mal richtig geil. Wie sieht es aus mit Waffenfertigkeiten? Wir haben den Himmelshieb. Da können wir jetzt einen Wolkenhieb draus machen. Geil. Ein verbesserter Himmelshieb, der größere Höhen erreicht und mehr Schaden verursacht. Auch in der Luft einsetzbar. Sehr gut. Vollmondhieb. Das war der gegen viele Gegner. Den machen wir jetzt erstmal nicht. Bohrender Spieß haben wir ja drinnen. Da können wir den ausweidenden Spieß machen. Boah, krass. 2000, ein verbesserter bohrender Spieß, der mehr Stiche austeilt. Auch in der Luft einsetzbar. Oh ja, perfekt. So, wir haben noch 7100. Sicherheitshieb. Was haben wir noch? Schildprügel. Da können wir nicht verbessern. Schildruf. Achso, das ist ja nur für Gegner zum Anlocken. Startrampe. Da kann man ja, da kann man die Leute hochmachen. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber ich habe den tadellosen Schutz drin, den ich auch besser finde. Dreht sich flink auf der Stelle und blockiert Angriffe. Und jetzt gibt es den einwandfreien Schutz, ein verbesserter tadelloser Schutz, der weniger Ausdauer verbraucht und größere Reichweite hat. Obwohl, ist der so geil? So geil ist der gar nicht. Komm, dann machen wir was anderes rein. Perfekte Abwehr. Schützt vor allen Arten von Attacken, verbraucht eine große Menge an Ausdauer beim Verteidigen. Konterhieb. Pariert den Angriff eines Ziels mit dem Schild, bevor er ihn mit einem schnellen Hieb versetzt, verbraucht Ausdauer beim Verteidigen. Ja, das ist eigentlich schon geil. Der Konterhieb. Komm, machen wir den Konterhieb. Da lernen wir den. Ja, tadelloser Schutz. So, das finde ich gut. Gucken wir mal, wie es aussieht bei mir. Ich könnte Polarität. Verstärkt tagsüber deine Stärke und nachts deine Magie. Nö, brauche ich nicht unbedingt. Ich meine, lernen könnte ich es, aber ich werde es jetzt nicht ausrüsten. Aber für irgendeine Klasse wird es schon gut sein. Wie sieht es aus mit Waffenfertigkeiten? Da haben wir doch bestimmt was Neues. Oh, andächtiges Opfer. Eine verbesserte Form von bescheidenes Opfer, die eine größere Reichweite hat, wodurch Ziele aus größerer Entfernung hochgehoben werden können. Geil. Das machen wir auf jeden Fall. Das habe ich ja vorher nicht so doll genutzt. Diebeshand. Ausdauer beschleunigt.
Ist auch geil, gell? Eine verbesserte Form von Diebeshand, die die Wiederherstellung der Ausdauer beschleunigt. Ist auf jeden Fall keine schlechte Fähigkeit. Haben wir aber nicht drinnen. Wie sieht es erstmal mit aus? Mit denen, die wir drinnen. Himmels. Drachenreißzahn wird zum Himmelsdrachenmal. Ein verbesserter Himmelsdrachenreißzahn, der den Sturzflugangriff magischen Schaden zufügen lässt. Yes, das ist geil. Auf jeden Fall. In die Luft. Was ist das? Schleudert kleinere Ziele weit weg. Was? Das weit weg und entfernt sie aus dem Kampf. Geschleuderte Ziele geben keine Erfahrung und dessen. Und lassen nichts fallen. Größere Ziele erhalten stattdessen einen massiven Schlag. Irgendwie ganz geil, oder? Da können wir die kleinen Gegner einfach drum. Das mache ich mal statt andächtiges Opfer, die wir hochheben können. Genau, machen wir mal in die Luft und dann in den Himmel. Eine verbesserte Form in der Luft, die den Anwender beim Einsatz weniger angreifbar macht und weniger Ausdauer verbraucht. Ja. Mach mal magisches Speergeschoss. Oh, was ist das denn? Oh, feuert die im Duo-Speer gespeicherte Magie in einer schnellen Explosion ab. Erfülle den Duo-Speer mit Magie durch den Verbrauch von Ausdauer und füge Schaden relativ zur verbrauchten Ausdauer zu. Ah, das ist natürlich auch geil. Flinkangriff, verbraucht Gesundheit und Ausdauer und bedrohlicher Blitz sofort bis zum Maximum. Ah! Ja, aber wie geht das? Obwohl, dann verschwendet man das so ein bisschen. Magisches Speergeschoss finde ich jetzt eigentlich noch ganz geil, muss ich sagen. Und Spiegelgewand, das war. Ach, das war dieser Schuss. Und da gibt es jetzt Spiegelschild, ein verbessertes Spiegelgewand, die sowohl die Dauer der Barriere als auch die Reichweite beim Wirken erhöht. Das ist natürlich schon mega geil. Das tue ich auf jeden Fall auch mal lernen. So, wir haben den suchenden Sturm. Können wir statt den suchenden Sturm das magische Speergeschoss mal reinmachen? Das will ich mal probieren. Ja. Ich bin gespannt, Leute. Ich glaube, das wird ganz geil werden. So. Always a So, pleasure. ich danke dir, mein Freund. So, wir sind ja schon wieder fast am Ende angekommen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen, getrunken, gelacht, gelächtert und vielleicht auch den ein oder anderen erzählt schon, ey, hier, ich gucke gerade ein Video. Das ist ganz cool vom Affenkönig. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Ich bin im nächsten Part wieder mit von der Partie. Ich hoffe, ihr auch. Das war Part 40 von Dragon's Dogma 2. Lasst es euch gut gehen, gehabt euch wohl, euer Affenkönig.